Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Feed the Beast Infinity mit mir, eurem Mitsteller. Hallo! So, ich muss noch kurz das Mikrofon ein bisschen ranholen. Aber wenn es geknackst hat, tut mir das leid. Wir waren stehen geblieben. Wir waren stehen geblieben. Im Nether, genau. Im herrlichen Nether. Oh Gott. Also, ihr seht, ich weiß. Soul Sand holen. Ich gehe gerade mal rein und zeige, wo ich es gefunden habe. Ich hoffe jetzt, dass hier keine Mobs drin sind. Ich habe hier extra zugebaut, weil ich echt Angst habe, dass da irgendetwas kommt, auf das ich null Bock habe. Ich war da bestimmt noch 5-6 Mal drin, bin noch gestorben und total... hier sind Spinnen. Ja gut, die lasse ich jetzt mal. J. Genau, wir sind... Hä? Da hat noch viel mehr aufgedeckt. Aber wir sind irgendwo, ich glaube, hier gestorben, wenn ich das richtig weiß. Hier ist Portal und hier ist Seelensand. Also wir hätten eigentlich nur wieder ums Eck laufen müssen, so immer. Man ist einfach nur in die falsche Richtung gelaufen. Da habe ich mir kurz ein paar Stück in die Hand genommen und bin dann auch gleich wieder abgehauen. Weil das... Ne. Also mit der Draconium-Rüstung kann man da gerne in diesen Nether reingehen, aber sonst ist es echt übel. So, haben wir jetzt alle neun da? Sieht so aus. Schnell wieder zubauen. Zack, zack, zack. Ja, zack. Ich habe, glaube ich, so 10 Seelensand oder so mitgenommen. Habe hier das Eck ein bisschen gemacht. Und jetzt kriegen hier auch diese Netherwarzen raus. Schmeißen wir gleich mal hier rein. Erde haben wir da. Schmeißen wir auch rein. Und was wollten wir eigentlich damit machen? Tränke brauen, genau. ja, ich habe noch eine kleine Änderung gemacht. Abgesehen davon, dass ich hier noch einen Mana-Pool hingesetzt habe. Wir hatten jetzt letztes Mal das Problem, dass das Portal nicht mehr ausgegangen ist. Und habe jetzt hier einfach einen Hebel mit einem Sticky-Pisten drunter gemacht. Ich kann es aber schon jetzt schnell zeigen. Sowas habe ich Redstone nicht gemacht. Hier unterm Hebel ist ein Redstone, der den Pisten ausschaltet. Oder halt wieder einschaltet. Weiß so das Einfachste, was mir eingefallen ist. Und da fehlt jetzt ein Stück Erde. Hä? Wo bist du denn? Egal. Bauen wir schnell ein bisschen Erde ab irgendwo. Ich sehe da schon, da hinten kommt wieder einer auf uns zugerannt, oder? Jupp, nichts wie weg. Ich habe hier noch die Bäume abgepflanzt. Ein bisschen aufgeräumt. Da ist so ein Typ rumgerannt, der hat so einen Kopf getoppt. Keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Der habe ich ihn einfach mal da hingeschmissen. Und das hier mit diesem Blumen generieren finde ich ja immer noch super geil, ne? Ich könnte da ja stundenlang zugucken. Hier blühen sie. Das Ding geht weg. Bam. Und... Alter Falter, ne? Schon richtig viel Blumen aufgesammelt. Richtig geil. Jo. Wir wollten hier diesen Stand ein bisschen benutzen. Jo. Was wollten wir denn machen? Ich glaube, Stärke kann es sein. Wo war denn das jetzt alles drin? Mystical Items. Also hier so ein... Das da hier, war das mit Stärke, will ich auch auf jeden Fall noch machen. Aber das schauen wir uns nachher an. Also wir machen jetzt erstmal Tränke, danach machen wir uns eine Halskette. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal so langsam den ersten Boss an. Aber wie gesagt, wir sollten uns auf jeden Fall etwas vorher vorbereiten. Wo waren denn jetzt die Tränke? Und ich mache mal Botania. Sind die denn hier drin? Genau. Die Stärke wollen wir machen. Dazu brauchen wir Nether Ward, Blaze, Glowstone. Okay, holen wir uns das mal. Machen wir mal erstmal einen. Probieren wir das erstmal. Nether Ward, Glowstone und... Ne, komm, wir machen gleich zwei. Weil aus diesem Ding kommen mir
zwei Stück raus, ne? Ja, genau. So. Das müssen wir jetzt einfach nur alles draufschmeißen, wenn ich es richtig weiß. Ich sag, ich muss manchmal auch so ein bisschen gucken, weil ich es nicht, mich damit nicht groß auskenne. Eins, zwei, drei. Genau, jetzt braucht das Ganze nur noch Mana, ne? Das heißt, wir brauchen noch Mana-Splatter. Haben wir hier noch einen drin? Nope. Haben wir noch einen da hinten? Sonst bauen wir schnell einen. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Nope. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein Gold. Ein Paddle. Haben wir ja hier. Oder da. Und das Rezept kennt man ja zwischenzeitlich auswendig, behaupte ich mal. Das da, da, das da und ein Paddle. Wenn man was anderes drum macht, klappt sogar. Da ist genug Mana drin. Und dann... Hä? Hatte ich doch noch einen? Scheint so. Du? Dahin bitte. Jetzt seht ihr, der grüne Ball füllt sich mit dem Trank und der Bärchen. Solange das hier läuft, würde ich gerne noch was anderes aus dem Botania-Buch basteln. Was nämlich auch Zeit dauert. Und auch recht cool ist. Und zwar gibt es ja Mystical Items. Wo haben wir es denn? Hier, diesen Terra-Shatterer. Ist eine Pickaxe, die man mit Mana aufladen kann. Cool. Wir haben den Trank und weil wir daneben standen, haben wir ihn gleich aufgesammelt. Sehr schön, dann können wir doch schnell schon mal den nächsten vorbereiten. Zack, zack und zack. Ja, genau, also die Pickaxe, die füllt sich, kann man in den Mana-Pool legen. Und dann kriegt die verschiedene Ränge, fängt an bei D, C, B, A, S, S, S und ja, D ist Default. Und da baut es ab 1x1, also eine ganz normale Pickaxe. Bei C ist es, glaube ich, 1x3, also ich glaube 3 hoch, aber nur 1 breit. 3x3, ich glaube 5x5, 7x7, 9x9, irgendwie sowas, glaube ich, müsste das ungefähr gewesen sein. Steht es vielleicht sogar irgendwo? Nö. Aber da steht auf jeden Fall das Rezept. Ein Mana-Pool, 4x Terra-Steel und 2x Living Wood. Jetzt hat die hier meinen Trank geklaut, ne? Oh, kann man nicht stacken? Gut. Dann würde ich doch sagen, schauen wir uns doch mal diese Pickaxe an. Wie gesagt, die braucht ihr eh nebenbei, beziehungsweise müssen eh erstmal Terra-Stahl herstellen. Terra-Steel. Terra-Steel ging mit... Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ich glaube mit Mana Pearls, glaube ich, ne? Man müssen wir schon mal gucken. Genau. Irgendwann mal werde ich diese ganzen Rezepte auch auswendig wissen. Naja, oder auch nicht. Das ist so. Näh. Wo haben wir den Mana? Hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, du kommst her. Du kommst her. Dann ich. Genau. Einmal hier hoch. Auf unser Fallbeil. 1, 2, 3. Was war das denn? Irgendwo ein Enderman in der Nähe? Gut. Das dümpelt schon mal vor sich hin. Dann können wir ja nebenbei erstmal gucken, was haben wir denn noch für Tränke, die wir vielleicht brauchen könnten. Beziehungsweise die Frage ist, wollen wir wirklich diese klein machen? Also diese kleinen Flaschen haben ja 4 Ladungen mit Getränken und die großen haben 6 Ladungen. Das ist dieses Alfglas-Flask. Da brauchen wir Alfglas und das kriegt man, indem man Mana-Glas in...
das Portal reinschmeißt. Okay, würde ich sagen, mach mir doch mal die großen Gläser. Nichts leichter als das. Wir haben ja so viel Glas. Oder auch nicht. Haben wir nicht gebrannt? Du bist Glas, ne? Genau. 9 Stück nehmen wir mal mit. Dann können wir nämlich 3 Dinger herstellen. So. 1 noch. Wunderbar. Dann brauchen wir das Ding hier schnell. Um das Ding hier öffnen zu können. Und bist du schon aufgebraucht? Ich glaube, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 7 habe ich schon mal. 8. Wo ist das 9? Nanu? Ach, nee. Hä? Wo ist denn das 9. hingefallen? Moment, mal schnell ausmachen. Irgendwie ist das 9. wohl abhanden gekommen, ne? Okay. Na gut. Hier irgendwo, seitlich? Ach, bestimmt hat der Trichter das eingezogen, oder? Hajo, natürlich. Diese Trichterblume, ne? So cool sie auch ist, aber manchmal ist er echt nervig. Eins. Ja, genau. 2, 3. 1, 2, 3. Und hier. Ah, wunderbar. Ich sehe schon, da kommen immer 3 Stück raus. Perfekt. Das heißt, wir brauchen in Zukunft in die großen Flaschen rein. Viel besser. Terrastahl. Der erste ist fertig. Wunderbar. Zack, zack und zack. 1, 2, 3. Na, kein Bam. Haben wir denn überhaupt noch Mana da hinten drin? Wo holst du denn raus? Hier. Na, für... Müsste vielleicht gerade so reichen. Ob das hier noch reicht, da bin ich mir allerdings nicht sicher. Jo, hat noch gereicht. Moment, wir bauen das gleich ab. Und stellen das dann mal... Hierhin am besten, ne? So, du kommst mit. Zack, zack und zack. 1, 2, 3. Kann das schon mal nebenher basteln. Und dann, wie gesagt, möchte ich mich noch so ein bisschen an Amulette ranwagen. Das war hier drin, ne? So, müssen wir mal gucken, wie das jetzt geht. Ich meine, das ist erstmal... Ich glaube, das ist erstmal das Standard-Amulett. Wenn ich es richtig verstehe, müssen wir jetzt erstmal das Amulett selbst herstellen. Das ist eine Gastier, ernsthaft. Och nö, ich will nicht wieder in den Nether rein. Ein Mana-Diamant, dann diese Prisma. Kann man die Gastier auch irgendwie anders herstellen? Zum Beispiel suchen. Chemie. Könnte man damit irgendwie Gastiers herstellen? Ich befürchte... Oh. Geht das auch andersrum? Eine Mana-Perle in ein Gastier? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst wird es ja wechseln. Wir können es ja mal probieren, aber ich befürchte, das geht nicht. So, einmal, komm her. Zack, zack, zack. Ja, wunderbar. Der gleiche Spaß gleich nochmal. Hup, hup. Und zack. Zack. Und zack. Eine Mana-Perle. Komm her. Mana-Perlen haben wir ja noch ein paar.
Aber Gastiers, das wäre jetzt echt ärgerlich. Nope. Da ist, ja genau, da ist Alchemie drin. Nope. Da ist dann echt die Frage, machen wir doch vielleicht zuerst den Gaia-Mob. Und probieren wir den ersten ohne Amulett. Nur mit Tränken wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Schlimmstenfalls sterben wir. Wir müssen eh gucken, dass wir draußen noch irgendetwas bauen, wo wir das Ritual aufbauen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass uns nämlich plötzlich 20.000 Mobs entgegenspringen. Da würde ich sagen, grenzen wir hier draußen mal ein bisschen irgendwas ab, ein Stück. Und jo. Wie gesagt, sonst wird das nämlich echt unschön. Wenn dann nämlich dann plötzlich die Viecher auftauchen und diese unsichtbaren Viecher und nee. Darauf habe ich mal überhaupt keinen Bock. wir wollten Crafting Station wollen. Ich brauche erstmal Living Wood. 1, 2, 3, 4. Und machen da draus das da hier. 1, 2. Oben drüber ein Mana-Tablet. Und links und rechts hier Terra-Stil. So, willst du jetzt ein leeres Mana-Tablet haben oder ist es das falsche? Mystical Items. Zack, zack, zack. Eins höher. Zack, 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 zack. Der will wahrscheinlich echt ein leeres haben. Das soll nicht das Problem sein. Das kriegen wir leer. Zack, 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 zack. So rum. Halt, Moment, wir müssen mal kurz hier hinten den Hopperhock ausschalten. Zack. In welche Richtung gehst du? Du gehst von Item in den Mana Pool. Okay. Und ich glaube, die Kiste ist voll, ne? Sprich, wir sollten jetzt diese Blume hier auch ausschalten. Dann bauen wir doch noch schnell einen Hebel. Weil die Blume war ja auch mit Redstone gebaut, also mit diesem Redwood oder das Ding hieß. Und damit können wir es nämlich ganz einfach ausschalten. Redstone, 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 Redstone. Ne, nicht Redstone. Ich brauche Cobblestone. Eins davon. Ein bisschen Holz für Stickies. Und ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Du erstmal raus. Jetzt habe ich ja natürlich die Blumen mitgenommen. Du raus, du raus, du raus. Den Cobblestone brauchen wir gerade. Was haben wir hier? Das kann auch erstmal raus. Zack. Upp. Zack, zack. Sticks, da eins rein, da Cobblestone und dann haben wir einmal den Hebel. Und dann schalten wir die Blume da vorne schnell aus. Sonst generiert die uns hier Blumen bis zum Umfallen. So, damit müsste das Ding ausgeschaltet sein und das Ding hier ausgeschaltet sein. Hoffe ich jetzt einfach mal, weil, was haben wir denn jetzt? Alter Vater. Ich bin schon wieder voll im Inventar, ne? Also was wir hier Blumen zusammenkriegen, das ist der Wahnsinn, ne? Mit so einer kleinen Konstruktion, die uns jetzt nicht wirklich viel Zeit gekostet hat. Also wie es aussieht, ne? Das Ding geht runter. Da wir einen Hebel haben, ist hier das Redstone-Signal aus. Das Ding ist mit Redstone-Signal. Wenn wir das wieder einschalten würden, würde das Ding und das Ding wieder losrennen. Und wenn wir den Hebel aktivieren, würde die Hopperhock wieder losrennen. So haben wir jetzt auf jeden Fall alle Blumen ausgeschaltet. Und wir können wieder Sachen liegen lassen. Ist doch auch was Feines. Gut, ich würde aber sagen, die Folge ist zu Ende. Wir bauen in der nächsten Folge unser tolles Terra-Werkzeug weiter. Und ich überlege gerade, ob ich in den Nether gehen soll. Und nee. Wir bauen nächstes Mal dann, bereiten den Gaia-Platz vor.
Den Beacon haben wir ja schon, also das Leuchtfeuer haben wir schon gebaut. Wir brauchen noch ein bisschen Eisenblöcke. Und wir brauchen ja auch noch diese anderen Pylonen. Also wir haben noch genug zu tun. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben, dann sonst ein Däumchen nach unten. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin erstmal, tschüss, ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.